Guten Tag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Peter Barski von HolyMed Nürnberg und in diesem Video beschäftigen wir uns mit diesem Fenster. Als erstes beschäftigen wir uns mit den Einstellungen. Wie Sie sehen, ist dieses Fenster unterteilt in verschiedene Sektionen. Schauen wir uns die Sektionen der Reihenfolge nach an. Hier in dieser Sektion sehen Sie, ob die Verbindung mit dem USB-Treiber, der für den USB-nach-Glasfiber-Konverter erforderlich ist, in Ordnung ist. Am Rande sei angemerkt, mit Ihrer Lieferung haben Sie auch eine Installationsanleitung für eben diesen Treiber mitgeliefert bekommen. Bitte folgen Sie den Ratschlägen in dieser Installationsanleitung. In der Regel ist die Installation des Treibers in wenigen Schritten erledigt und zum Beispiel bei Windows 8 erfolgt die Installation automatisch. Hier in der zweiten Sektion können Sie die Linienbreite festlegen, die zum Beispiel für die Zeigerabfälle verwendet wird. Bei sehr großen Monitoren kann es sinnvoll sein, die Linienbreite auf 3 oder 4 zu erhöhen. Im Normalfall werden Sie die Linienbreite so lassen, wie sie voreingestellt ist. Hier in der Sektion 2 können Sie die Sprache der Bedienoberfläche umschalten, wenn Sie es wünschen. Hier ein Beispiel, schalten wir mal um auf Englisch. Nun sehen Sie die gesamten Texte in englischer Sprache. Und nun schalten wir wieder zurück in die deutsche Sprache. Das kann für Sie interessant sein, wenn Ihre Hauptsprache eben Englisch ist. Dann können Sie die Software ganz einfach umschalten. Genauso im Ausland wird automatisch die englische Bedienoberfläche aktiviert, wenn es kein deutsches Windows zum Beispiel ist. Die nächste Sektion Klangfunktion könnte für Sie wichtiger sein, denn hier legen Sie den Klang fest, der ertönt, wenn das Softwareinstrument eine gültige Messung erkannt hat. Also zum Beispiel so. Dann ertönt dieser Ton und dieser Ton entspricht eben dieser Klangdatei. Wenn ich den Ton ändern möchte, zum Beispiel nehmen wir hier den Bass, dann teste ich den Klang zuerst, dann im zweiten Schritt übernehme ich den Klang und ich muss sicherstellen, dass hier ein Häkchen gesetzt ist im dritten Schritt, sonst wird kein Klang ausgegeben. Manche Anwender mögen gerne ohne diesen Klang arbeiten und schauen dann hier auf das Softwareinstrument, auf dieses rote Licht, aber in der Regel werden Sie es effizienter finden, eben die Rückkopplung einer gültigen Messung über den Klang zu haben. Jetzt habe ich den Klang geändert und ich habe den Klang übernommen und wenn wir jetzt wieder eine Messung machen, dann ertönt dieser neue Klang. Ich gehe wieder zurück auf meinen Lieblingsklang. Okay. Eine Anmerkung am Rand, Sie könnten auch hier eine eigene Wave-Datei einkopieren und diese dann abspielen lassen. In der nächsten Sektion Bildschirmdarstellung. Da haben wir zwei Funktionsgruppen. Zunächst einmal hier die Dinge, die sich auf die PC-Grafik beziehen. Hier steht er jetzt auf normalschnelle Grafik. Diese Funktion ist in erster Linie relevant, wenn Sie einen, sagen wir mal, relativ alten PC verwenden, der eine langsame Grafikausgabe hat. In diesem Fall können dann Nachlaufeffekte im Softwareinstrument auftreten, das heißt, Sie haben eine Messung beendet, aber das Instrument ist noch gar nicht bei Null. Das sehen Sie dann auch hier unten bei PC-Auslastung. Da erscheint dann während der Messung hier ein relativ großer Balken. Und in diesem Fall können Sie die Grafik zum Beispiel auf langsam umschalten oder auch das Instrument einfarbig schwarz schalten. Dann hat die Grafik weniger Arbeit. Man muss aber sagen, bei den einigermaßen modernen PCs ist die Grafik so schnell, dass Sie hier kaum noch einen Ausschlag sehen und dann brauchen Sie hier auch gar nichts einstellen. Wichtig ist eher dieser Bereich hier Hinweise anzeigen. Wir haben in der Software eine Art Online-Hilfefunktion eingebaut, die zu den jeweiligen Steuerelementen dann einen kurzen Text ausgibt. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier die Hinweise aktiviert. Und schon werden wir hier zu den einzelnen Funktionen Sprechblasen angezeigt mit einer kurzen Erklärung,
was es damit auf sich hat und was man damit machen kann. Nach einer gewissen Zeit werden hier diese Sprechblasen, sagen wir mal, nervig, weil sie kennen ja in der Zwischenzeit die Software und wissen, wie sie funktioniert. Dann schalten sie ganz einfach hier die Hinweise wieder ab. Wenn ihnen die Hilfetexte zu kurz angezeigt werden, dann können sie hier auch die Anzeigezeit erhöhen. Für diejenigen, die mit der 5-Elemente-Darstellung arbeiten möchten, ist dieser Bereich wichtig, denn in dem Zustand nach der ersten Installation ist die 5-Elementen-Darstellung noch nicht aktiviert, weil ja nicht alle Anwender unbedingt mit 5 Elementen arbeiten wollen. Aber wenn Sie es möchten, dann setzen Sie hier bitte ein Häkchen, dann stehen die 5-Elementen-Funktionen zur Verfügung. Die Software merkt sich diese Einstellung, wenn Sie die Software schließen, sodass Sie hier nicht jedes Mal was einstellen müssen. Wenn Sie eine Frage an uns stellen, dann kann es sein, dass wir von Ihnen gerne wüssten, welche Softwareversion Sie einsetzen. Und diese können Sie hier anzeigen lassen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Und hier sehen Sie die aktuelle Version, die Sie installiert haben. Mit diesem Knopf können Sie das Fenster Einstellung wieder schließen. Eine interessante Funktion ist diese Auto-Weiter-Funktion. Es hat damit folgende Bewandtnis. Wenn wir uns hier jetzt den aktuellen Marker ansehen, dann steht er hier auf diesem Meridian. Mit aktivierter Auto-Weiter-Funktion springt der Marker automatisch zum nächsten Meridian, wenn das Softwareinstrument festgestellt hat, dass ein gültiger Messwert vorliegt. Also hier ein Beispiel. Zu sehen, der Marker ist automatisch auf den nächsten Meridian gesprungen. Wenn ich jetzt die Auto-Weiter-Funktion deaktiviere und ich messe wieder, dann bleibt der Marker auf dem Meridian stehen und Sie müssen über die Funktionen hier oder durch Klick in der Grafik, wie zum Beispiel so, auf den nächsten Meridian schalten oder mit den Sensoren am Gerät selbst. Die Auto-Weiter-Funktion aber vereinfacht natürlich diesen Vorgang und beschleunigt signifikant die Messung. Den Knopf Neue Messung sehen wir uns zum Schluss an, denn damit löschen wir unser Tableau. Hier im Bereich Personendaten gibt es 2 verschiedene Darstellungen. Die Software wird ja ausgeliefert in 2 Versionen, einmal mit Datenbank und einmal ohne Datenbank. In der Version ohne Datenbank sehen Sie diese grünen Knöpfe nicht und Sie müssen hier in diesen Feldern die Personendaten eingeben. Wenn Sie die Datenbankversion haben, dann können Sie über das Datenbankfenster die Person auswählen und die Daten werden hier automatisch übernommen. Die Datenbankfunktion sehen wir uns im nächsten Video genauer an. Diesen Knopf besprechen wir zum Schluss, wenn wir uns den Knopf Neue Messung ansehen. Interessant ist auch diese Funktion hier, Bemerkungen zur Messung eingeben. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Fenster, wo hier bereits die Personendaten übernommen sind und Sie können zum Beispiel hier die verwendeten Mittel aus dem Resonanztest eintragen oder Sie können sich Notizen machen, was Sie bei der nächsten Sitzung eventuell dann noch beachten oder überprüfen möchten. Diese Daten werden im Report dann extra mit ausgedruckt. Wenn Sie nun eine Messung durchgeführt haben, dann können Sie sie entweder in die Datenbank speichern oder aber Sie können sie auch ausdrucken. Und zum Ausdruck der Messung gibt es hier diesen Knopf. Wenn ich diesen Knopf klicke, dann öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster wird zunächst einmal angezeigt, was alles zur Verfügung steht. Wenn bestimmte Messungen oder Eingaben nicht vorhanden sind, dann können Sie die auch nicht auswählen. Aber hier habe ich noch die Option, dass ich zum Beispiel auch die 5-Elementen-Darstellung mit Meridianen mir gerne ausdrucken möchte. Und ich kann festlegen, ob ich die Terminalpunkte oder die Kontrollmesspunkte gemessen habe. Zum Schluss klicken Sie dann noch auf Vorschau und Drucken. Dann öffnet wieder ein neues Fenster, wo Sie sich zunächst einmal den Report genauer ansehen können.
Ich klicke jetzt mal drauf. Nun sehen Sie, insgesamt haben wir 5 Seiten zur Verfügung. Und ich sehe hier in diesem Bereich die Voransicht dessen, was ausgedruckt wird. Hier habe ich ein Inhaltsverzeichnis, wo ich auf die nächste Seite weiterschalten kann. Ich kann natürlich auch hier mit der Maus runterscrollen und seitenweise mir hier den Report ansehen. Und ich kann wieder zurückspringen zur ersten Seite. Ich kann auch hier den Zoom-Faktor ändern. Je nachdem, welche Bildschirmgröße Sie haben, werden dann zum Beispiel eben 2 Blätter gleich auf einer Seite angezeigt. Auch hier kann ich wieder durchscrollen. Das ist also das Ergebnis, das ich dann ausgedruckt bekomme. Wenn ich dann hier auf die Druckfunktion gehe, dann brauche ich hier nur noch sagen, okay, drucke mir diesen Report. Sie möchten aber vielleicht auch den Report gerne abspeichern. Dann gibt es hier die Möglichkeit, diesen Report als PDF-Datei auf den PC zu speichern. In diesem Fenster könnten Sie hier noch verschiedene Dinge einstellen. Normalerweise werden Sie aber die Einstellungen so lassen, wie sie hier sind. Und Sie sagen Exportieren. Dann öffnet sich ein Fenster, wo hier bereits der Name mit eingetragen ist und es ist Messdatum und Messuhrzeit ebenfalls im Dateinamen enthalten, sodass Sie auch danach sortieren könnten. Alles, was ich jetzt tun muss, ist ganz einfach nur Speichern klicken und schon wird meine PDF-Datei erzeugt und hier in ein PDF-Anzeigeprogramm eben dargestellt. Wenn das Abspeichern oder das Ausdrucken erledigt ist, dann schließen Sie ganz einfach eben hier dieses Fenster. In der Vollbildanzeige können Sie auch die Escape-Taste auf Ihren PC drücken. Damit schließen Sie auch dieses Fenster ganz schnell. Jetzt bleibt noch hier dieser Knopf BioCheck Pro beenden. Na, da ist klar, was dieser Knopf macht. Damit schließe ich die Software. Das ist eine Alternative zu eben diesem Kreuz im Fenster, um ein Programm zu beenden. Ich hatte vorhin erwähnt, dass jetzt noch 2 Knöpfe übrig sind, die wir besprechen müssen. Das ist einmal die neue Messung und zum anderen die Demo-Werte. Mithilfe dieses Knopfes Demo-Werte können Sie mal schnell Zufallswerte eintragen lassen. Wenn Sie jemandem etwas erklären wollen, wie zum Beispiel hier, klicke ich auf Demo-Werte, dann bekomme ich eine Sicherheitsabfrage, ob die zufälligen Werte auch eingetragen werden soll. Das bestätige ich mit Ja. Und schon habe ich einigermaßen sinnvolle Werte eben im Tableau drinstehen und ich kann jemandem erklären, was wir hier eigentlich machen. Wenn Sie nun real mit der Messung anfangen möchten, müssen Sie natürlich hier diese Einträge wieder löschen. Das erledigt eben dieser rote Knopf Neue Messung. Wenn ich hier draufklicke, bekomme ich noch eine Sicherheitsabfrage und dann ist das Tableau gelöscht. Jetzt will ich Ihnen aber noch eine interessante Funktion zeigen, nämlich wenn Sie jetzt hier auf dem PC mit dem Messtableau arbeiten und aus diversen Gründen vielleicht das Fenster etwas kleiner gemacht haben, dann kann Ihr Gegenüber diese Einträge vielleicht nicht so gut erkennen. Und nun gibt es die Funktion, dass Sie hier im Grafiktableau ganz einfach mit der rechten Maustaste klicken. Dann öffnet sich ein bildschirmfüllendes Fenster mit eben nur diesen Messgraphen. Nun können Sie hier das Messtableau auch aus größerer Entfernung betrachten und Ihrem Gegenüber gegebenenfalls die Details erklären, sodass die Gesamtzusammenhänge verständlich werden. Wenn Sie dieses Fenster nun schließen wollen, klicken Sie ganz einfach nochmals mit der rechten Maustaste an beliebiger Stelle im Fenster und es ist wieder geschlossen. Am besten richten Sie sich die Fenstergröße so ein, dass die Meridianknöpfe jeweils unterhalb der Meridianspalten stehen, so wird es übersichtlicher.
Wenn ich hier die Fenstergröße verändere, dann sehen Sie, dass die Grafikanzeige springt. Das liegt darin begründet, dass wir hier am Bildschirm ja nur mit ganzen Grafikpixeln rechnen können und für die jeweiligen Spalten ist eine bestimmte Anzahl an Grafikpixel erforderlich und nachdem es keine halben und dreiviertel Grafikpixel gibt, müssen wir immer ganze Blöcke sprengen und da kann es dann passieren, dass dann hier die Meridianknöpfe nicht exakt unter den Spalten stehen. Das können Sie aber ganz einfach ausgleichen. So viel zu den Grundfunktionen der BioCheck Pro Software Version 3. Im nächsten Video sehen wir uns die Datenbankfunktion an und welche Hilfestellungen sie Ihnen bietet. Es wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann, Ihr Peter Barski.